Gut, Rückmeldung sehe ich. Galileo war es, der, ups, genau. Galileo war es, der im 16. oder um den Dreh des 16., 17. Jahrhunderts durch sein dreistufiges Induktionsverfahren mit Hypothese, Abstraktion und dem Experiment den Grundstein für die wissenschaftliche Methode, wie wir sie heute kennen, gelegt hat. Natürlich dann noch mit den Punkten der Verifizierung und Validierung. Und seitdem hat sich die wissenschaftliche Methode weiterentwickelt in der Mitte des letzten Jahrhunderts durch automatisierte Experimente und virtuelle Experimente. In den 60er Jahren kam dann noch die Bayesche Statistik dazu und wir konnten die Laborexperimente mit Feldmessungen und vorherigem Wissen koppeln und so unsere Aussagegüte in der Wissenschaft verbessern. Jetzt in der sozusagen Neuzeit, im Zeitalter der stärker werdenden Digitalisierung und Datafizierung, spielt das Thema Datenmanagement für die wissenschaftliche Methode eine immer wichtiger werdende Rolle. Das sind Aspekte wie Fair Data, Transparenz, aber auch Reproduzierbarkeit. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir die wissenschaftliche Methode Galileos in das 21. Jahrhundert bringen, eben durch faires Datenmanagement. Und für faires Datenmanagement braucht es Datenkompetenz. Und das ist dann auch der Titel meines Vortrages, nämlich Galileo und die Datenkompetenz im Ingenieurstudium. Mein Name ist Manuela Richter. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Fluidsystemtechnik an der Technischen Universität in Darmstadt. In meinem Vortrag möchte ich drei Fragen beantworten, nämlich einerseits, warum beschäftigen wir uns mit Datenkompetenz? Wo beschäftigen wir uns mit Datenkompetenz und wie vermitteln wir Datenkompetenz? Das, warum wir uns mit Datenkompetenz vermitteln, eben einmal aufgezeigt aufgrund der wissenschaftlichen Methode und Galileo. Aber uns treibt auch dieser Aspekt um, was sind faire Daten, was und dann Forschungsdatenmanagement und Forschungsdateninfrastruktur. Das kommt daher, dass wir als Institut sehr stark vertreten sind in NFDI4ING. Das ist ein Konsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und da geht es eben darum, faire Daten in die Wissenschaft zu bringen, was zum Beispiel jetzt auch schon Einzug gefunden hat in die DFG-Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis. Wo will ich eigentlich heute meinen Schwerpunkt drauf legen und wo haben wir Datenkompetenz verankert? Das ist das Curriculum des Bachelorstudienganges im Darmstädter Maschinenbau. Da möchte ich auch später einige Einblicke geben. Und zu dem, wie wir Datenkompetenz vermitteln wollen, haben wir uns an zwei Prinzipien orientiert. Und zwar das eine ist, wir wollen es von Anfang an vermitteln. Das heißt, wir starten im ersten Semester des Bachelorstudiengangs mit der Vermittlung und wir wollen das Ganze so hands-on wie möglich machen und haben daher alternative Prüfungsformate zur Klausur in Form von Projektarbeiten und Praktika in das Curriculum implementiert. Zunächst zu dem Warum. Neben Energie, Material und Geld sind Daten heute die Ressource, mit der wir arbeiten müssen oder die uns zur Verfügung steht. Und aus Daten werden Informationen, aus Informationen wird Wissen und aus Wissen wird Weisheit. Und nur wenn wir Vertrauen in die Daten haben, ist die daraus abgeleitete Weisheit auch gültig. Das sieht man natürlich jetzt auch gerade in der Covid-Pandemie, dass je nachvollziehbarer die Daten sind, desto akzeptierter sind zum Beispiel Entscheidungen, was Hygienekonzepte angeht oder Entscheidungen in der öffentlichen Hand. Im wissenschaftlichen Kontext werden Weisheiten oder Wissen vor allem durch Publikation bekannt gegeben oder in dem Sinne wirklich publiziert. Und jetzt geht es darum, anhand von solchen Publikationen eben auf Daten schließen zu können. Und wir haben uns am Institut das
Leitbild eines Wolfhahns gegeben. Und zwar möchten wir jetzt in einer Publikation von der Publikation über die Resultate, vielleicht auf die dahinterliegenden Studien schließen können. Wir wollen die Modelle rauslesen können aus den Publikationen, die experimentelle Validierung der Daten, Messergebnisse hin bis zum Teststand und den Komponenten. Das heißt, wir möchten einfach unsere Publikation nachverfolgbar und transparent machen. Und dafür werden in der Wissenschaft jetzt die FAIR-Prinzipien herangezogen. Das hinter FAIR verstecken sich, oder FAIR ist ein Akronym für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Und da geht es dann eben darum, dass Daten, die im Kontext von Forschung entstehen, eben auffindbar sind, dass sie zugänglich sind, dass sie interoperabel sind, das heißt zum Beispiel zwischen verschiedenen Programmiersprachen oder Auswertesystemen nutzbar sind und dass auch andere Forscher sie nachnutzen können. Ein Hinweis an der Stelle, faire Daten heißt nicht gleich Open Access. Ich kann da immer einen Datenschutz hinterlegen. In diesem Kontext sprechen wir auch von zwei Arten der Datenqualität. Einmal inhaltliche Datenqualität. Da sind Ingenieure meistens schon gut geschult. Das ist alles, was bei der Messtechnik mit Messunsicherheit, Ausreißern, Standardabweichung und Co. zu tun hat. Bei der formalen Datenqualität, das ist jetzt der Punkt, wo wir aufgreifen. Dazu zählt zum Beispiel, kann ich die Daten in ihrem Kontext lesen? Weiß ich, in welchem Kontext die Daten entstanden sind? Ob ich alle relevanten Metadaten, also Zusatzinformationen über die Daten zur Verfügung stehen habe? Und das ist auch ein Punkt, den wir unseren Studierenden näher bringen wollen, dass es nicht nur um inhaltliche Datenqualität geht, sondern auch um die formale Qualität von Daten. Das Ganze passiert bei uns in der Forschung im Rahmen des, wie eben schon angesprochenen, Konsortium NFD4ING. Das ist ein Konsortium, was über ganz Deutschland verteilt ist und die sich eben dieser Frage widmen, wie können wir die Forschungsdaten fair machen, welche Methoden und Technologien brauchen wir dafür. NFD4ING hat sich drei Ziele gesetzt, wovon ein Ziel wirklich auch ist, dass Training und Datenkompetenz vermittelt wird und sichergestellt wird. Und da greift dieses Projekt nicht nur da an zu sagen, okay, wir müssen das den Forschenden vermitteln, sondern from the very beginning, also wir fangen bei den Studierenden an. Und es hat sich eine schöne Koexistenz ergeben zwischen der Entwicklung dieses Forschungsprojektes und der Reakkreditierung des Darmstädter Studiengangs, die dann sehr Hand in Hand liefen, was die Ideen angeht. Schon angesprochen, es geht auch um den Bachelorstudiengang im Darmstädter Maschinenbau. Da möchte ich Sie einmal kurz mitnehmen. Und wir beleuchten einmal das Thema der Sprache. Der Philosoph und Ingenieur Ludwig Wittgenstein hat schon gesagt, dass die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt bedeuten. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Sprachen spricht eigentlich ein Ingenieur oder eine Ingenieurin? Und da hat sich in Darmstadt ein Kompetenzwürfel entwickelt, bei dem es um Ausdrucksfähigkeit, Abstraktion und Anwendung geht. Und da werden die Sprachen auch nochmal aufgegriffen. Und jetzt sind neben den natürlichen Sprachen Deutsch, Englisch, für den Ingenieur, die Ingenieurin natürlich auch Mathematik eine Sprache, technisches Zeichnen ist eine Sprache, wie kommuniziert wird, aber jetzt auch mehr und mehr auch bei klassischen Maschinenbauern das Programmieren, das Verstehen von wie arbeitet Code, wie werden Daten erzeugt, wie werden Daten ausgelesen und ausgewertet. Genau, und alles, was dann darüber kommt, ist sehr stark das spezifische Denken eines Ingenieurs. Und daraus abgeleitet gibt es jetzt drei Pfeiler für die Datenkompetenz im Curriculum. Erstens, die Vermittlung von Datenkompetenz startet im ersten Semester Bachelorstudium.
Zweitens, alle Dimensionen von Datenkompetenzen müssen vermittelt werden, sprich die Sprachen, Governance, Technologien, also da sind so Tools und Co. mit drin, aber auch ethische Aspekte, also wie gehe ich mit Daten um, welche Daten darf ich wie verarbeiten und wie sieht es mit Datenschutz aus. Und der dritte Pfeiler ist eben dieses Hands-on, dass wir dadurch FDM, also Forschungsdatenmanagement und den Umgang mit Daten auch für die Studierenden begreifbar machen. Sie sehen nun einmal den Studienverlaufsplan des Bachelors. Es ist ein sechssemestriger Bachelor mit 180 CPs, der mit dem Abschluss Bachelor of Science abschließt. Genau, worauf bilden wir unsere Studierenden aus oder was ist das Ziel unserer Bildung? Das ist die Bachelor-Thesis. Das ist der Abschluss des Studiengangs und es stellt auch die erste eigene wissenschaftliche Arbeit dar. Sprich, in der Bachelor-Thesis müssen die Studierenden das Prinzip nach Galilei verinnerlichen. In den Ingenieurwissenschaften ist es meistens so, es gibt drei Arten von Bachelor-Thesen. Es sind konstruktive, simulative oder experimentelle Abschlussarbeiten. Aber in allen Abschluss oder in allen Typen von Abschlussarbeiten müssen unsere Studierenden mit Daten umgehen können. Wir haben in dem Studienverlaufsplan mehrere Module, die in irgendeiner Art und Weise eben sich mit Daten befassen und mit Datenkompetenz befassen. Und was ist jetzt das Charakteristische? Wir beginnen wirklich im ersten Semester. Wir haben kein eigenständiges Modul implementiert, was Datenkompetenz oder sonst wie heißt, sondern wir haben gesagt, wir betten das in verschiedene Module ein, um die verschiedenen Aspekte der Datenkompetenz auch wirklich fachspezifisch adressieren zu können und immer im Kontext adressieren zu können. Und einige der Module, die Sie eben gesehen haben, haben alternative Prüfungsformate, damit wir diesen Hands-on-Charakter realisieren können. Ja, ich möchte im Folgenden auf zwei Module eingehen, die jetzt wirklich neu sind im Studium. Das ist einmal das Modul Grundlagen der Digitalisierung, das ist ein Erstsemestermodul, und das Modul Praktikum Digitalisierung. Und an diesen beiden Modulen möchte ich nämlich die Frage des, wie wir Datenkompetenz vermitteln, beantworten. Grundlagen der Digitalisierung ist ein Modul, was wir uns mit einem anderen Institut teilen, wo die Studierenden einerseits die Geschichte der Digitalisierung kennenlernen und wie sich dadurch auch das Arbeitsfeld eines Ingenieurs, einer Ingenieurin gewandelt hat, aber eben auch Programmiersprachen und Programmiertechniken als Sprache erlernen. Was wir jetzt neu integriert haben in dem neuen Studi- oder in dem in der neuen Studienordnung ist die Programmiersprache Python. Wir haben gesagt, auch Maschinenbauer müssen sich mit Versionsverwaltung auskennen und das ganze Thema der Dateiformate, denn Daten kommen nie ohne Dateiformat daher. Warum haben wir uns jetzt für Python im Maschinenbau entschieden? Einfach daher, dass Python mittlerweile zu den einen der beliebtesten und verbreitetsten Programmiersprachen gehört. Wir haben dadurch eine große Community und auch viel Inputmöglichkeiten und sind nicht an eine proprietäre Software wie MATLAB gebunden. Und schöner Vorteil in der Hochschullehre, es ist frei nutzbar, es fallen keine Lizenzkosten an. Aber ich habe es eben schon angedeutet, MATLAB ist proprietär oder von einer Firma. Aber auch da ist die Koexistenz wichtig, denn MATLAB ist ein typisches Tool in den Ingenieurwissenschaften, was wir nicht einfach rausschmeißen können, sondern wir haben uns ganz bewusst auch im gesamten Studium dazu entschieden, beides parallel zu adressieren. Versionsverwaltung, da geht es darum, dass wir Code mithilfe einer Software versionieren, um einfach nicht 10.000 Dateien zu haben, die Code Version 1, 2, 3, 4 und 5 heißen, sondern das kann eine Software übernehmen. Das heißt, in dem Falle gehen wir wirklich dahin und sagen, okay, wir nehmen jetzt
auch als Maschinenbauer die Perspektive von Softwareentwicklern ein, machen aber da eine Besonderheit. Wir wollen nicht die Software der Software willen den Studierenden vermitteln, sondern immer im Anwendungskontext. Das heißt, bei uns lernen die Studierenden diese Software, diese Versionsverwaltung immer im Kontext, dass sie etwas programmieren sollen und werden dadurch schrittweise an die Software herangeführt. Bei Dateiformaten ist es so, ich habe Ihnen mal ein paar mitgebracht. Sicherlich sind einige bekannt, einige eher unbekannt und wir versuchen da die Studierenden eben auch zu sensibilisieren, dass jedes Dateiformat Vor- und Nachteil und einen Anwendungskontext hat. Und unten rechts in der Ecke, ich sehe noch 5 Minuten, sehen Sie das HDF5-Format. Das ist ein hierarchisches Datenformat, was Ihnen im Grunde die Ordnerstruktur übernimmt. Und das haben wir einfach aus Gründen eingeführt, weil wir das in der Forschung sehr häufig nutzen und wir eben auch unsere Studierenden dahin ausbilden wollen, dass sie eben in der Forschung dann auch mithelfen können. Und es gibt ja ein paar Vorteile und wir nutzen dann eben jetzt auch dieses spezielle Datenformat in unserer Praktikumsveranstaltung. Zu dem Praktikum, da geht es darum, dass die Studierenden einmal diese wissenschaftliche Methode nach Galilei kennenlernen, dann aber eben ergänzt um die Punkte, wie dokumentiere ich Daten, wie gehe ich mit Datenqualität um und was sind eigentlich die FAIR-Prinzipien. Und deswegen adressieren wir dort auch nochmal explizit Aspekte wie Teilen und Publizieren, wie Archivieren und wie nutze ich Daten nach. Jetzt muss ich ein bisschen springen. Wir haben uns natürlich Richtlernziele gesetzt und auch die unterschiedlichen Lernzielbereiche von kognitiv, psychomotorisch und affektiv adressiert. Unser Konzept basiert auf 5 Prinzipien, wovon ich gleich einige einfach herausheben möchte. Wir haben das Praktikum so angelegt, dass wir 4 Versuche aus unterschiedlichen Bereichen des Maschinenbaus haben. Wir wollen eben diese FAIR-Prinzipien erlebbar machen. Das heißt, unsere Studierenden fangen wirklich mit einzelnen Komponenten an, bauen diese auf, messen, erstellen Datensätze, werten Datensätze aus, aggregieren oder führen diese Daten zusammen und schreiben einen Bericht und haben dann auch ihren eigenen Wollfaden und somit ihre eigene Schatzkarte. Ich möchte Ihnen, weil das jetzt wahrscheinlich alles etwas komplex aussah, einmal mit einer kleinen Bildershow darstellen. Genau, es gibt einen Versuch zur Taylor-Safman-Instabilität, wo solche Fingerstrukturen entstehen und die Studierenden sollen untersuchen, welche Einflussparameter, welche Auswirkungen auf diese Fingerbildung haben. Und die Studierenden fangen damit an, dass sie von uns einfach so einen Kasten vor die Nase gesetzt bekommen, den sie erstmal auspacken müssen. In dem Kasten gibt es dann einmal mechanische Bauteile, aber auch elektrische Bauteile und natürlich die Versuchsmaterialien. Die Studierenden müssen die dann aufbauen. Man sieht da unten auch schon einen kleinen Schraubendreher. Das heißt, die sind da selbst am Schrauben, Hands-on-Charakter. Sie haben aber auch eben die ganze Messtechnik selbst aufzubauen. Dafür benutzen wir eben in dem Praktikum einen Raspberry Pi. Den sehen Sie hier auf dem Bild. Das ist ein kleiner Einplatinencomputer. Genau. Unsere Studierenden verkabeln, schreiben ihre sozusagen Steuerung des Prüfstandes, versionieren wieder und führen dann den Versuch durch. Dieser Versuch ist eben ein Bildauswertungsversuch, deswegen wird eine Kamera genutzt und untersuchen eben diese Fingerstruktur, nutzen für die Auswertung oder für den Bericht sogenannte Jupyter Notebooks. Das ist einfach ein Tool, wo man Code und Markdown-Text, also geschriebenen Text, miteinander kombinieren kann und es entsteht eine Art interaktiver Laborbericht. Sie arbeiten, wie gesagt, mit diesen HDF5-Dateien und beim Punkt Archivieren gehen wir auch wieder sehr nah an den Forschungsprozess heran und archivieren auf TU DataLib, das ist das Datenrepositorium der Uni Darmstadt.
Natürlich in einem Bereich mit eingeschränkten Rechten, aber wir sind auf dem realen System, wie sie auch die Forschenden nutzen. Und so wollen wir eben hands-on und sehr nah am Forschungsprojekt fair erlebbar machen und somit auch die Datenkompetenz der Studierenden fördern. Und damit bin ich durch mit meinem Vortrag und bin auf Fragen Ihrerseits und Anregungen gespannt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke hier auch in die Studienstruktur. Eine Frage ist schon reingekommen, die werfe ich direkt einmal in den Raum. Ist das Thema personenbezogene Daten auch auf der Agenda? Und wenn ja, wie wird die Problematik vermittelt, fragt Ludwig Lorenz. Also personenbezogene Daten sind jetzt bei uns in diesem Praktikum nicht auf der Agenda, weil es da einfach um Messdaten geht aus Prüfständen oder aus Laborprüfständen. Es gibt, jetzt muss ich mal ganz schnell hoffentlich auf die richtige Folie springen. Es gibt in dem Studiengang im sechsten Semester ein Modul Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft. Und da werden so rechtliche, ethische und moralische Aspekte wie datengebundene oder personenbezogene Daten adressiert. Aber ansonsten kommt das in zumindest bei den Maschinenbauern nicht so oft vor. Was wir natürlich noch machen bei Grundlagen der Digitalisierung, das andere Institut, da haben wir so einen relativ spielerischen Einstieg mit, ja, welche Daten nimmt eigentlich das Handy von mir auf? Also im Sinne von, welche Bewegungsdaten und so gebe ich eigentlich schon freiwillig preis, damit wir da auch die Studierenden etwas sensibilisieren. Vielen Dank. Wir hätten noch 2 Minuten für weitere Fragen. Wenn Sie also noch Fragen haben, dann posten Sie die gerne in den Chat oder auch in unsere Q&As. Solange Sie noch überlegen, hätte ich noch eine kurze Frage. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit das auch von Seiten der Studierendenschaft schon evaluiert worden ist. Wird das irgendwie als sinnvoll wahrgenommen oder wird es überhaupt wahrgenommen, dass das sozusagen jetzt auch neue Studieninhalte sind, die Sie vermitteln? Also wir sind jetzt sozusagen in diesem Wintersemester damit gestartet. Das heißt, so ganz ist es natürlich also jetzt die neuen Studierenden studieren nach diesem Studienplan. Davor gab es die Module nicht. Die Idee gerade für dieses Praktikum Digitalisierung kam aber tatsächlich unter anderem aus der Fachschaft, die an die Professorenschaft herangetreten sind und gesagt haben, wir würden da gerne etwas mehr in die und die Richtung machen. Und dann ist das auch sehr in Zusammenarbeit mit der Fachschaft entstanden. Genau, ich lese gerade noch im Chat, dass wir uns für einen integrierten Ansatz entschieden haben. Warum wir uns für diesen Ansatz entschieden haben? Unter anderem ein relativ pragmatischer Ansatz, hätten wir ein eigenständiges Modul entwickelt, hätte irgendein anderes Modul wirklich weichen müssen. Und dafür ist die Akzeptanz nicht so hoch, als wenn man zu datenkompetenzaffinen Kollegen geht und sagt, hättet ihr nicht Lust, bei euch noch das und das Thema mit reinzubringen? Ihr sprecht es ja doch eh in irgendeiner Art und Weise an. Und deswegen ist das so ein integrierter Ansatz geworden. Wunderbar, vielen Dank. Es ist genau 16 Uhr. Ich denke, ja, falls Ihnen noch weitere Fragen einfallen, haben Sie auch in den nächsten 2 Tagen noch die Möglichkeit, Frau Richter zu kontaktieren über unsere Chat-Option oder auch über das Profil, was sie als Speakerin ja bei uns hat. Ja, bleibt mir nur vielen Dank zu sagen. Und ich schicke Sie dann in die Lobby zurück. Dann vielen Dank für die Teilnahme an alle.
So. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. War für mich auch spannend. Ja, danke schön.